Nochmal. Hm? So. Und? Jetzt ist es runtergefallen. In Größe 2,99. Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Haul. Und zwar habe ich Sachen für die Kinder gekauft, beziehungsweise überwiegend für Mila. Und für mich ist auch ein bisschen was dabei. Meine Mutter hat mir auch was mitgebracht. Und ja, der Kleine ist jetzt hier vorne bei mir im Tuch drin, weil er einen Wachstumsschub gerade hat. Also ich vermute es jedenfalls. Und im Moment geht es gerade nur so. Aber ich denke, das stört nicht. Also mich stört es auf jeden Fall nicht. Und ich wollte euch die Sachen unbedingt zeigen, weil Mila ist größer geworden und brauchte neue Klamotten. Und ja, Größe 92 ist bei ihr im Moment angesagt. Ein paar Sachen in 86 passen ihr auch noch. Bei C&A habe ich Strumpfhosen gekauft. Und zwar in der Größe 92 bis 98. Die haben 9 Euro gekostet, das sind einmal rosa, ne, mit so, ja, grauen Streifen, eine schlichte weiße und eine schlichte graue. Ja, ich hoffe, dass die nicht zu groß sind, aber auf jeden Fall wächst sie langsam aus ihren Strumpfhosen raus. Und jetzt so zum Frühling, so die Übergangszeit, finde ich auch ganz schön, wenn sie eine Shorts oder einen Rock oder irgendwie einfach ein Kleid anhat und dann eine dickere Strumpfhose. Finde ich ganz süß. Dann habe ich ihr so ein Oberteil gekauft, auch in Größe 92, hat 9 Euro gekostet. Und ich fand die Farbe total cool, also das ist so, ja, sowas trage ich auch ganz gerne ab und zu mal, gerade so im Sommer. Und ich denke, das wird ihr richtig gut stehen. Ja, und ich fand den süß, der ist so aus Baumwolle, nicht zu dick, aber auch jetzt nicht so mega dünn. Dann eine Hose für Mila, die ist so in so einer Jeans-Optik, ist aber eigentlich eine Leggings, also ja, dehnbar und hat 9 Euro gekostet. Sie hat auch ein schönes Bündchen. Hier hinten sind noch so Täschchen und sowas finde ich richtig süß. Das kann ich mir auch gut dann mit dem Pullover zusammen vorstellen. Dann habe ich Mila einen Schlafanzug gekauft. Das ist einer, der hat keine Füßchen, weil Mila mag das irgendwie nicht, beziehungsweise habe ich das Gefühl, sie mag es nicht. Und wenn ich ihr welche ohne anziehe, ohne Füßchen, dann schläft sie irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Und da drauf steht Daddy's Little Princess. Fand ich total süß. Also war eher so ein Mitbringsel für meinen Mann, damit er sich freut. Und der hat nur 5 Euro gekostet. Der hat hinten Knöpfe und ja, finde ich ganz gut. Das Gute an so Schlafanzügen, die keine Füßchen haben, die wachsen dann so ein bisschen da rein. Also beziehungsweise hat man länger was von den Schlafanzügen, weil ja die Beine dann nur länger werden. Und ja, ich merke das halt jetzt in ihren, diese, wo sie Füßchen hat, die werden langsam ein bisschen stramm. Und dann hole ich ja normalerweise immer bei C&A so diese 5er-Packs, glaube ich, Bodies. Und die gibt es aber nicht in Größe 92, beziehungsweise habe ich so oft danach geguckt, aber nie gefunden. Und da gibt es aber so einzelne Bodies, die zeige ich euch mal. Einmal so ein rosaner, also beziehungsweise weiß-rosa gestreift. Ist ein richtig schöner Stoff, finde ich. Sehr angenehm. Ein bisschen dicker, also nicht zu dünn. Und genau, der hat 3,50 Euro gekostet. Dann nochmal so ein hier mit so Sternchen in Grau. Und der hat auch 3,50 Euro gekostet. Auch genau der gleiche Stoff. Fand ich sehr süß. Und den kann, wenn Mila rausgewachsen ist, dann auch noch Louis anziehen. Und dann nochmal einen mit so pinken Herzchen. Und ja, kann man nicht viel zu sagen zu Bodies, braucht man immer, ne? Dann habe ich für Mila noch so einen Pullover hier gekauft, in Grau mit so einem rosanen Herz drauf. Ist so Strickoptik, so ja, ein bisschen wärmer noch für den Übergang, fand ich ganz gut. Hat 9 Euro gekostet und dann hat sie noch so ein Oberteil gekriegt in dunkelblau. Das hat hier vorne so Spitze, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber fand ich richtig süß und hat 7 Euro gekostet. Genau, ist einfach so ein Langarm-Shirt. Das ist ein bisschen dünner. Und für den kleinen Mann ein Schlafanzug. Achso, so rum. In der Größe 62. Hat 7 Euro gekostet. Und da sind so Segelboote drauf und Anker, also so maritim. Und ja, 56 wird ihm langsam zu klein. Und ich habe noch nicht so viele Schlafanzüge in 62. Und deswegen fand ich den ganz süß. So, und dann hat meine Mama mir Hosen mitgebracht von C&A. Ich kaufe normalerweise nicht so oft bei C&A ein. Und sie hat mich angerufen und gefragt, ob ich Hosen gebrauchen kann. Und ich sagte, ja, auf jeden Fall, weil meine alten Hosen passen mir zwar, aber am Bauch ist es doch noch ein bisschen eng. Und jetzt hat sie mir einfach Hosen mitgebracht, weil die, glaube ich, reduziert waren. Und die zeige ich euch jetzt mal. Einmal so eine schwarze Hose hier, die hat so eine, ja, Lederoptik.
Ist aber mehr so Jeans und ist Größe 38 und ich habe sie auch anprobiert, also sie passt. Und sie hat gekostet 9 Euro und vorher hat sie aber 39 Euro gekostet. Also für den Übergang sind solche Hosen natürlich toll und ich finde, sie steht mir auch. Die ist unten so ein bisschen kürzer, also man sieht sozusagen ein bisschen den Knöchel. Das finde ich aber ganz cool, weil ich habe mir so Schuhe gekauft, die zeige ich euch gleich. Und da passen die dann sehr gut zu. Dann so eine weiße Hose, die hatte noch so einen Gürtel dabei. Die ist so ein bisschen dicker, ja, Kordstoff. Und ich selber hätte mir sowas wahrscheinlich gar nicht gekauft, aber ich habe sie anprobiert und fand sie sehr schön. Und die hat gekostet 9 Euro und hatte vorher 29 gekostet. Ja, und ich fand sie sehr gut. Die ist zwar ein bisschen locker, aber ich finde es ganz gemütlich und dann wird der Bauch nicht so doll abgeschnürt. Und dann nochmal so eine Stretch Jeans in dunkelblau. Hat auch so Röhrenoptik. Und die hat 7 Euro gekostet, ist Größe 38. Und auch die habe ich anprobiert und sie passt. Also ja, genau. Und jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich wieder Hosen habe, die mir passen. Weil Schwangerschaftshosen, ja, finde ich jetzt irgendwie, die waren mir dann doch zu groß. Die sind zu schlapperig jetzt geworden. Und dann hat sie, ich glaube, der ist von Kick, weiß ich gar nicht, so ein Wickelbody mitgebracht für Louis. Und der hat 2,99 gekostet. Und ja, sehr schön. So, dann zeige ich euch nochmal die Sachen, die ich bei H&M gekauft habe. Und zwar habe ich ein, beziehungsweise zwei Halstücher für Louis gekauft. Das eine ist, Moment. Das eine ist so grau-weiß gestreift, das kann man aber auch andersrum anziehen und dann hat man nur ein graues. Und das andere ist auch wieder so maritim, das sind so Segelboote. Und das kann man aber auch andersrum anziehen und dann ist es nur dunkelblau. 4,99 haben die gekostet und ja, fand ich sehr süß. Und passend dazu habe ich ihm diese Mützen gekauft, sind auch schon so ein bisschen dünner und da habe ich Größe 62, 68 genommen, weil sein Kopf ist schon ein bisschen größer und ja. Könnte auch bald passen, also jetzt so für den Frühling finde ich die sehr schön. Achso, und habe ich den Preis gesagt? Die haben 5,99 gekostet. Und dann, das habe ich euch glaube ich schon öfters in meinen Hauls gesagt, kaufe ich meistens, wenn ich bei H&M bin, diese 3 für 2. Das heißt, man kann drei Teile sich aussuchen und bezahlt 2. Und da habe ich einmal so eine Leggings hier mit Herzchen genommen. Das ist auch eine etwas dünnere in Größe 92, also für Mila jetzt. Und das hat 5,99 gekostet. Dann nochmal eine schlichte dunkelblaue, auch für, nee, 4,99. Auch in Größe 92 und ja, finde ich sehr gut auch so für Übergänge. Und ja, ich wollte Mila beim Kinderturnen jetzt anmelden und dann kann man solche Leggings auch immer ganz gut anziehen. Und als dritte Leggings habe ich so eine hier genommen. Die ist so ein bisschen, also die ist hier unten auf jeden Fall, hat die so eine kleine Spitze. Und die ist so, ja, in so Strickoptik, sage ich mal. Aber es ist halt so Baumwoll-Leggings-Stoff. Und die hat eigentlich gekostet 5,99. Also das günstigere kriegt man praktisch umsonst. Dann habe ich hier so eine Strickjacke geholt in rosa für 7,99. Und sowas finde ich auch immer ganz gut. Und 7,99 fand ich einen guten Preis, also okay. Und sowas kann man immer über T-Shirts ziehen. Und ja, auch so im Sommer, wenn es abends ein bisschen kühler wird, finde ich es auch ganz schön, wenn sie dann ein T-Shirt oder ein Kleid anhat, kann man sowas immer schön drüber ziehen. Oder allgemein über Kleidchen und sowas kann man, finde ich, immer gebrauchen. Und dann habe ich noch so Langarm-Shirts. Das war so ein Zweierpack. Einmal ein graues. Achso, so kann ich es euch auch zeigen. Ein graues, ganz schlicht. Genau. Und dann hier nochmal eins mit so schwarzen Punkten in rosa. Und das hat so kleine, ja, so kleine Puffärmel, sag ich mal. Und die haben 9,99 gekostet für 2 Stück. Und ich finde solche dünneren Teile auch immer ganz gut. Auch wenn man es nur zum Beispiel drunter zieht oder einfach so, wenn es ein bisschen doch ein bisschen wärmer ist, finde ich die sehr gut. Dann habe ich Mila noch so eine Übergangsmütze gekauft. Und ich fand dieses Schildchen hier irgendwie so niedlich. 4,99 in Größe 86,92. Ich habe ihr die noch nicht anprobiert und mal gucken, ob sie ihr passt, aber ich kann sie mir sehr gut bei ihr vorstellen. So, und dann, das wollte ich euch jetzt einfach nochmal zeigen. Das werdet ihr wahrscheinlich dann nicht mehr bekommen. Aber bei Lidl gibt es ja auch manchmal so Kindersachen und da gab es jetzt so Regenjacken und Regenhose. Und da habe ich die Hose in Größe 98, 104, also ein bisschen zu groß eigentlich. Und die Jacke in 86, 92, weil die Hosen waren leider schnell ausverkauft.
Ja, muss ich immer anprobieren, aber sonst wächst sie da einfach rein. Und sowas kann man auch immer gebrauchen für Spielplatz und für später Kindergarten oder Pipapo. Also Regenhose oder Matschhose kann man immer gebrauchen. Und da braucht man auch nicht so viel Geld, finde ich, ausgeben, weil die spielen damit eh im Sand und im Dreck. Und für mich habe ich mir so ein Jeanshemd gekauft. Ich mag total gerne Jeanshemden. Ich finde sie sehr praktisch auch zum Stillen, weil ich ziehe meistens einfach ein Stilloberteil drunter. Und wenn ich dann solche Hemden, davon habe ich mehrere, kann man dann einfach aufknöpfen und dann kommt man schnell an die Brust ran. Und ich habe jetzt hier Größe 40 genommen, weil die sehr klein ausfallen. Und ich denke, das wird passen. Und ja, ich fand die Farbe sehr schön. Eigentlich hätte ich davon noch mehr mitnehmen sollen, weil es gab auch noch andere Farben. Ja. Und da fällt mir ein, ich habe hier noch eine Tüte von H&M stehen. Da habe ich einmal so ein Poloshirt noch für Mila geholt. Da ist so ein kleines Herzchen drauf. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und ja, finde ich total süß jetzt auch für den Übergang, für den Sommer. 5,99 hat das gekostet. Muss ein bisschen wippen, weil er hier gerade wach wird. Und genau, finde ich sehr süß. Und dann habe ich noch diese süßen Schuhe hier geholt. So Ballerinas. In Größe 23. Muss ihr die mal anprobieren. Ich weiß nicht, ob sie ihr passen. Wahrscheinlich werden die noch ein bisschen zu groß sein, aber die werden erst im Sommer getragen, deswegen dachte ich mich nur ein bisschen größer. Die sind sehr schön weich, man könnte die theoretisch auch als Hausschuhe nehmen. Ja, und fand ich ganz süß, so zu Kleidchen oder ja, halt so Spielkram, ne? Und die haben 7,99 gekostet und die fand ich sehr schön. Und der Grund, warum ich eigentlich zu H&M nochmal gegangen bin, war, weil ich nochmal Stilloberteile holen wollte. Da hole ich eigentlich immer die von H&M. Da habe ich jetzt so ein graues mit so schwarzen Punkten. Und das hat halt hier diesen Eingang, dass man, ja, ich finde das in der Öffentlichkeit ganz gut, weil man dann die Brust nicht so doll sieht. Und das ist Größe M. Und dann eins einfach in schlicht schwarz. Und von denen kann man immer welche gebrauchen. Und beide zusammen haben 24,99 gekostet. Ich finde es eigentlich ganz schön teuer, weil du für ein normales T-Shirt auch nicht so viel bezahlen würdest, sag ich mal. Und nur weil es diese Stillfunktion hat, ist es gleich teurer. Aber was soll man machen? Aber der Stoff ist ganz gut und ja, finde ich sehr praktisch und kann man als stillende Mama eigentlich nicht genug haben. Und dann haben wir, das habe ich jetzt auch gerade noch in der Tüte gefunden, bei Lidl noch so Schuhe für Mila geholt. In Größe 23 und das sind halt jetzt keine Schuhe, die ich ihr jeden Tag anziehen würde, sondern eher so, wenn sie mal auf den Spielplatz geht oder wir kurz rausgehen, weil ich mag eigentlich bei Kindern keine Plastikschuhe. Ja, ich finde Lederschuhe einfach schöner, weil ja, man da einfach schneller drin schwitzt und deswegen sind das eher so Schuhe, wo sie nicht so lange drin ist. Und von Lidl haben wir Mila noch Gummistiefel geholt und zwar in Größe 22-23 und der Clou ist, die blinken und ja, Mila findet es cool, aber mir ist aufgefallen, Mila kann nicht so gut in Gummistiefeln laufen. Ihr könnt mir ja schreiben, ob es eure Kinder können, ja, aber die gehen halt immer so bis zum Knie fast und ich finde, sie kann sich einfach nicht drin bewegen so richtig. Auf jeden Fall bei Gummistiefeln, finde ich, braucht man auch nicht immer so viel Geld ausgeben. Und die sind sehr gut gearbeitet, finde ich, und haben ein gutes Profil. Und deswegen dachte ich, nehmen wir die einfach mal mit. Und Mila findet es halt cool, dass die blinken. Yay. Ich habe mir auch Schuhe gekauft und zwar von New Yorker. Und ja, das sind halt so Chucks Imitate, sage ich mal. Und die sind schwarz-weiß. Und ich finde die sehr schön, also wie gesagt, zu dieser einen Hose, die ich euch gezeigt hatte. Ja, auch so für den Frühling und so kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich habe Schuhgröße 38 und die haben 12,95 gekostet. Also ja, sind sehr gut zum einfach mal reinschlüpfen. Und dann waren wir noch bei Office. Office hat immer so tolle Schuhe. Also halt so Sportschuhe und speziell auch für Kinder haben die sehr viel. Und deswegen haben wir uns da Schuhe für Mila gekauft. Und ich wollte unbedingt Chucks für sie haben. Ich wollte eigentlich grau haben. Und dann wollte ich dunkelblau haben, weil es graue nicht gab. Sie gab es auch nicht in ihrer Größe. Und dann haben wir jetzt die hier geholt in so lila. Und die sind so süß. Und ich kann mir, und wir haben sie ihr anprobiert und die stehen ihr so gut. Und ja, ich finde sowas einfach süß. Und es sind zwar eigentlich auch Plastikschuhe und sie wird da schnell drin schwitzen, denke ich. Aber ja, ich finde die einfach total süß. Bei Kindern, ich selber würde mir sowas wahrscheinlich nie gönnen, wie ihr seht, ich habe mir Schuhe für 12,95 gekauft, aber ich bin bei meinen Kindern immer nicht so sparsam
und kaufe da einfach total gerne ein. Und meistens kaufe ich auch zu viel. Ja, aber es macht einfach Spaß und ich habe einfach nicht die Zeit, für mich shoppen zu gehen. Also ich habe da dann nicht so die Ruhe, das anzuprobieren. Und deswegen sind erstmal immer die Kinder dran. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und schreibt mir doch mal, was euch am besten gefallen hat und wo ihr so für eure Kinder einkaufen geht, würde mich auch mal interessieren, ob ihr da noch einen guten Tipp habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!